Erklär mal abseits. Moment. Abseits ist, wenn alle Fußballspieler hinten, wenn der erste. Liebe Follower, heute mal ein Beitrag über Fußball mit eurer Fußballexpertin. Jetzt aber zum Ernst der Sache. Ich möchte heute über einen Fußballspieler, Mohamed Salah, sprechen. Ich möchte über drei Aspekte sprechen. Natürlich ist der erste Aspekt seine sportlichen Leistungen, das ist klar. Er ist 27 Jahre alt. Ägypter und Nationalmannschaftsspieler bei Liverpool. Er hat bei der Champions League schon 98 Mal bei Spielen mitgespielt und davon 68 Tore geschossen. Bei der Premier League hat er 44 Mal mitgespielt und 21 Tore geschossen. Er ist UEFA Cup-Sieger, er ist afrikanischer Fußballer des Jahres, hat etliche Preise und vieles für die Nationalmannschaft. Er hat einen derzeitigen Marktwert von 150 Millionen Euro. Als zweites Thema oder als zweiten Aspekt, was mich fasziniert, ist, dass er offenkundig praktizierender Muslim ist. Also man sieht ihn ganz oft, wie der sich niederwirft, Sujud macht. Sogar als FIFA-Torjubel ist Sujud zum Auswählen. Er weckt damit auch bei Jüngeren einfach das Interesse zum Islam. Er hat schon einige Spiele letzten Ramadan fastend durchgezogen und da zum Beispiel gegen Barcelona gewonnen. Also man hat ihn auch ganz oft gesehen, wie der dann, wenn er sein Fasten bricht, dass Fans ihm Wasser geben oder essen, dass er im Pausenraum sein Fasten bricht. Was zeigt uns das? Dass eben unsere Religion kein Hindernis darstellt, sondern eher unsere Religion ein Motivator dafür ist. Es ist nicht das Großreden und das ständig Predigen. Es bedeutet, dass du deine Ziele trotz oder wegen des Islams auch erreichen kannst. Man hat gesehen, dass in Liverpool die Islamophobie einfach derart gesunken ist. Und nicht nur das, dass einfach viele konvertiert sind wegen Mohamed Salah. Mohamed Salah, you made me Muslim zum Beispiel. Und nicht nur von denen, die wir wissen, also die in den Zeitungen standen, sondern auch viele, die er erreicht hat, ohne unseres, dass er eben seine Religion nicht versteckt und offenkundig auslebt. Dass unser Handeln einfach mehr bewirken kann bei der Gesellschaft, als dass wir die Religion verstecken. Selbstbewusst die Religion ausleben und dann so erfolgreich werden, wie zum Beispiel Mohamed Salah. Das ist eine Sache noch. Ich als Frau spreche euch Frauen da draußen auch an und Mädchen mit Kopftuch. Und zwar, dass ihr euch nicht schämen müsst und euch nicht in einer Opferrolle sehen müsst und auch nicht die Opferrolle bewusst einnehmen müsst. Das müsst ihr gar nicht. Mutig sein. Und durch eure Handlungen könnt ihr was bewirken. Wenn ihr zum Beispiel ständig sagt, ich bekomme keine Arbeit, ich werde ständig schief angeschaut. Das liegt daran, wie ihr euch gebt. Wenn ihr selbstbewusst euch gebt und aufrichtig seid, hilfsbereit, wenn ihr Tugenden verkörpert, dann sehen das andere Menschen und die Gesellschaft geht leichter mit euch um, geht viel gelassener mit euch um. Und geht nicht nur an Frauen und Mädchen, die Muslime sind oder die ein Kopftuch tragen. Es geht auch einfach so. Es ist self-fulfilling prophecy. Vielleicht schon mal was davon gehört. Wenn du selber jeden Tag sagst, der Tag ist schwarz, ich bin ein Opfer, dann geschieht das auch so. Wenn du dich aber dem stellst und sagst, mein Tag ist gut, ich kann was erreichen, dann funktioniert das auch. Also, es ist eine Frage der Einstellung. Wir Mohamed Salah aber jetzt so gelobt haben zum kritischen Teil der Sache. Salah ein Video auf seinem Twitter-Account hochgeladen. Es ist ein internationales Video und zwar vom Magazin JQ. Vielleicht kennt ihr das ja. Und zwar hat er da mit einem Supermodel Alessandra Ambrosio gedreht. Und auf den ersten Blick erscheint das Video gar nicht mal als solch Schlimmes. Dann auf den zweiten Blick fällt einem dann doch auf, okay, er ist offenkundig Muslime, praktizierender Moslem und dreht dann mit einer freizügigeren Frau, einem Supermodel. So, und dann auf den dritten Blick, wo dann noch jemand von uns gesagt hat, Leute, stellt euch mal vor, das hätte eine Frau mit Kopftuch gedreht. Den ersten Blick ist uns das Video generell als nicht solch problematisch aufgefallen. Das ist auch schon mal so ein Ding. Es ist uns nicht mal mehr, es ist gar nicht mehr schlimm in unserer Gesellschaft, dass ein Moslem zum Beispiel, ein muslimischer Mann mit einer freizügigeren Frau dreht oder unterwegs ist oder Kontakt hat, körperlichen Kontakt. Und ja, der noch größere Aspekt ist eben, dass wenn das eine Frau mit Kopftuch gemacht hätte, dass das so einen Aufruhr, dass die Menschen so einen Aufruhr gesetzt hätte und dass es ein großes Thema gewesen wäre. Und Mohamed Salah, das ist vielleicht in arabischen Ländern ein, zweimal aufgekommen, aber niemandem fällt es auf. In Deutschland habe ich gar nichts darüber gehört. Wenn eine Frau das mit Kopftuch machen würde. Unsere Gesellschaft ist schon so darauf spezialisiert, ständig die Frau zu kritisieren. Und dann noch eine Frau mit Kopftuch. Wie kann sie einen Mann, wie kann,
Wie kann die Frau bei der gleichen Thematik, bei der gleichen Sünde begeht wie ein Mann, dass sie viel schärfer kritisiert, getadelt wird, beleidigt wird und dass sie sich schämen soll, obwohl es die gleiche Sünde ist. Im Koran steht, dass du dich der Sinne nicht mal nähern sollst, der Unzucht nicht nähern sollst. Und das steht nicht drin, dass eine Frau mit Kopftuch sich der Unzucht und der Sinne nicht nähern soll. Es gilt für beide Geschlechter, denn wir sind gleichgestellt. So, warum ist unsere Gesellschaft so auf Frauen fixiert und bei Männern lässt man das durchgehen? Wenn ein muslimischer Mann mit einer Frau unterwegs ist, mit ihr offensichtlich Kontakt hat, das gilt, da ist man vielleicht sogar stolz noch auf den Kerl, auf den Typen und feiert es vielleicht in einer Hinsicht. Und bei einer Frau, man mag nicht daran denken, was mit einer Frau geschieht, mit einer Frau, die ein Kopftuch trägt. So, wie viele Videos wir schon gemacht haben, Kritikvideos an Frauen, die sich schminken oder die ihr Kopftuch vielleicht nicht richtig tragen. Das Ding ist, unser Maßstab stimmt einfach nicht mehr. Wir können nicht mehr unterscheiden, bei wem es richtig ist, wem lassen wir diese Sünde durchgehen. Lassen wir diese Sünde überhaupt durchgehen? Also ich möchte keine Sünde hier kleinreden und schon gar nicht Sinne. Aber man muss sich die Frage stellen, ist unser Maßstab noch richtig? Ja, das war's eigentlich mit dem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie ihr das seht. Darf ein Mann mehr machen als die Frau? Darf die Frau genauso viel machen? Darf man überhaupt so etwas machen? Sollte man sowas schönreden? Wie seht ihr das? Kommentiert, diskutiert in die Kommentare. Ja, das war's mit dem Video.